Sehen Sie, dazu werde ich auch doch nochmal Stellung nehmen. Das war wirklich so, wie ich das gesagt habe. Das war das, was mich am meisten nervte. Und ich spreche das an, was mich nervt. Und selbstverständlich ist das nicht ganz astrein und relativ ordinär, wenn man über Geschlechtsteile redet oder so. Aber genau das durfte ich erleben. Genau das habe ich erlebt. Genau an sowas erinnere ich mich. Ich kann mir bloß keine Namen sagen. Ich kenne diese ganzen Stasi-Noten nicht, die es mit mir getrieben haben. Ich weiß es nicht. Ich war wohl zu benebelt oder so. Ich kann bloß keine Namen sagen. Genau sowas habe ich erlebt und genau das war die Stasi. Und genau das ist der KGB. Genau das ist der. Und ich hoffe, dass die richtigen Sicherheitsdienste aufmerksam geworden ist, was hier läuft. Weil, ich meine, das ist doch verständlich. Es ist doch verständlich, wenn man die sich anschaut und sieht, was mit denen los ist. Sieht, wie die rumrennen oder wie die ihre Feste feiern, was sie Feste nennen, dass man denkt, oh, was ist das und so, aber wir müssen sie im Auge behalten. Aber ich hoffe, dass sie jetzt wissen, dass sie unsere Kinder haben, was uns sehr weh tut, dass sie dann wissen, ja, dass da ganz andere Sachen kommen können. Und ich hoffe, dass sie erkannt haben, was mit uns los ist und was mit mir los ist. Und auf jeden Fall, diese Buran ist ein Nachbau von Space Shuttle. Und die Energia, das ist dann mein erstes eigenes Kind, glaube ich. Wenn da keine Technologien aus dem Westen mitgenommen wurden, ne? Diese, ich glaube, 100 Tonnen hat sie auf einmal hochgebracht. Das ist meine erste Eigenentwicklung und das fiel mir jetzt auch ein, diese Steuerung, die man an den Flugzeugen hat. Ich glaube, der Westen hat es nicht sofort gehabt. Und ein erstes russisches Jagdflugzeug, ich glaube, es war ein Abfangjäger, aber ich weiß jetzt nicht genau, hatte denn hinten schon diese verstellbare Düsensteuerung. Das hatte ich nicht fürs Flugzeug gedacht, so wollte ich die Rakete steuern. Das klappte bloß damals nicht, weil die Hitze zu doll wurde. Und diese Steuerung hat man einfach abgeguckt und hat man mir das im Prinzip weggenommen oder einfach gefragt, ne? Weil ich habe nicht an Militärtechnik gearbeitet und bewusst. Heute weiß ich, warum ich jedes Jagdflugzeug kenne und so weiter. Heute ist mir das schon klar. Aber früher habe ich da wirklich nicht bewusst dran gearbeitet und so wie ich das für die Rakete haben wollte, damit man kein extra Treibstoff und so verbraucht und die ganze Rakete leichter machen kann und so. Genauso sollte es fürs Flugzeug werden. Und wenn man mir das dann unter Hypnose gesagt hat, ich soll mir darüber Gedanken machen, werde ich das entwickelt haben und das wird auch von mir sein. Also die Energie ja auf jeden Fall, wenn da keine westliche Technologie ist und bei der Buran, was eben ein Abklatsch ist vom Space Shuttle, war ich auf jeden Fall dabei, da bin ich mir sicher. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, Sie können nicht rechnen, Sie können nicht abstrakt denken. Das ist, was Sie denken, ist alles sehr körperbezogen und das können die eben gar nicht. Und ja, dafür wurde ich missbraucht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.